Vier fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dinosaur King. Yeah. Ja, wir sind hier stehen geblieben, keine Ahnung, im Westhandhügel irgendwo und jetzt geht mir schon ein Dinosaurier auf die Nerven. Was denn das, ey? Ne, im Ernst, was ist das? Okay, eine entscheidende Aktion, dann kriegst du die dunkle Erde. Ich überspringe ein bisschen, weil das dauert mir echt zu lange für den Anfang und auch generell gerade, weil das ist kein wichtiger Kampf und das ist einfach nur belastend. Ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Sprengstoff. Allerdings, ich habe es nicht vergessen, der Teleporter. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den Sprengstoff finde. Allerdings haben wir drei Fossilien. Das wird lustig. Datenübertragungsraum? Nein. Teleportraum, Dino-Raum? Nein. Das war Restaurierungsraum. Genau. Ah, ich habe nur zwei. Ich dachte, ich hätte drei gefunden. Nein, nee, ich hatte eine fünffarbige Pferde. Egal. Dann buddeln wir mal. Ja, es wird Zeit für die Säuberung. Los, Säuberer wird irgendwas, was ich noch nicht habe. Ah, das ist schwer. Mann. Auf so einem kleinen Bildschirm, ich sehe es nicht. Irgendwas Triceratops ähnliches. Ist das ein Chasmosaurus? Den habe ich definitiv, glaube ich, noch nicht. Ja, ja. Whatever. Komm schon. Machst du schneller, dankeschön. Oh ja, ein Chasmosaurus. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Oder Chaosmosaurus. Ne, Chasmosaurus war richtig. Level 4. Schmackofazzo, Level 4. Und nein, ich will ihm nicht keinen Spitznamen geben. Wie kommst du darauf? Hallo? Das sind Dinosaurier. Als ob ich denen einen Spitznamen gebe. Es ist kein Hund, mit dem du einfach mal im Gassi gehen kannst. Naja, gut. Im Anime sind die schon mit ihm Gassi gegangen. Ich meine, da waren die auch auf Kleinigkeiten runtergeschrumpft und jeder sagt, ach nee, ist nur ein Hund und also, ah ja, das ist aber ein seltsam aussehender Hund, aber mehr war auch nicht. Sag mir nicht, ich habe jetzt zwei Chasmosaurier. Nee, ne? Nee, das finde ich jetzt aber nicht gut. Komm schon, ich will was anderes als ein Chasmosaurus sehen. Wenn das ein Chasmosaurus ist, ne. Nein, ich habe schon wieder einen Chasmosaurus. Also einerseits cool, weil fossil, aber andererseits nein, warum? Nein, ich will keinen Spitznamen geben. Mann. Ey, vielleicht hatte ich aber auch schon einen und das wären dann drei. Dann habe ich jetzt drei Chasmosaurier. Ne, ich hatte einen Torosaurus, genau. Einen kann ich zurückschicken. Los, gehen die Zeit zurück. Habe ich sonst irgendwas doppelt? Kamarasaurus, Gorgosaurus, Monolophosaurus, das Plethosaurus, Iguanodon, Neovenator, Lilienstern-us und das war's, was in meiner Sammlung. Weil ich viel zu selten einfach nach Fossilien buddel. Aber ich warte mal. Ist hier irgendwo was mit Arbeitern? Muss ich mal gucken. Aber wir, die kommen so an, so, ja, du kannst gerne meinen Sprengstoff haben, aber dafür gibt es mir jetzt so einen Dinosaurier-Code. So. SSL. Wird wahrscheinlich eine Sprosse sein. Oh, eine Perle 5 habe ich. Nee. Hätte ich nicht damit gerechnet, ehrlich nicht. Ein Kentrosaurus gegen ein Dacentrosaurus und ich mache mich vom Acker. Tudi. Ja. Hier sind schon mal keine Arbeiter, aber eine ziemlich große freie Fläche. Dann war ich doch drüben richtig. Mann. Ein Fugiosaurus. Ah, ich hasse die Dinger. Immer im Zufallsmodus. So, dann wird er noch von ein paar Jahren angegriffen. Ja. Gut, schon gut. Der hatte letztens weitergemacht mit Papier. Warum, weiß ich auch nicht. Und nochmal ein Angriff vom Tapeyara. Ah, meine Vorräte, Zufallsmodus wird gestartet. Dann mache ich jetzt Erdschwing. Und jetzt geht er auf Schere. Ich hasse es. Und jetzt flieht er auch. Ich sollte Guru werden. So, danke, dass ihr mich... Okay, gut. Das war nicht dieses kleine... Nein, das war hier oben mit diesem. Ich bin ein reiches Schnöselkind und verdiene nun das Beste für meinen Gaumen.
Los, besorg mir was, du kleiner Hinterwäldler. So. 8,50 hat er noch. Dunkle Erde. Ach komm schon. So. Macht er jetzt Papier? Naja, ich wollte Stein sagen, aber nee, er macht Papier. Kann er mal aufhören, mich zu imitieren? So macht er Stein, oder? Nee. Aber er flüchtet. Ich hasse es. Na komm, nutz mir eine L. Ja, alle. So. Dann wollen wir weiter. Schließlich wollen wir ja Zephbild gehen. Mann, das ist Ursulas Spawn, Alter. Ich vergesse das immer wieder. Ich wollte runter zu diesem... Oh, ein Neovenator. Dich habe ich auch. Also brauche ich dich nicht als Gegner. Mann. Wenn ich noch meinen Neovenator treffe, dann ist es genau derselbe. Und der hat sich wirklich an mich festgenagelt, um mich zu holen. Ein Suchomimus. Okay. So, der Erdschwanz. So. Aber ich werde dich nicht gewinnen lassen. Kannst du mal vernünftige Antworten geben? Okay, imitiert mich. Gleichstand, er wird dann sagen, ich werde die Aktion zum Gleichstand schlagen. Bring mal Mu. So. Zack. 14 nehmen. Aber ich werde dich nicht gewinnen lassen. Was willst du damit sagen? Egal, dann habe ich mit einem Unentschieden gewonnen. So. Gut, dann auf die andere Seite. Oder muss ich wirklich nochmal nach oben, wo ich gerade war? Ich meine, beides würde Sinn machen. Aber erstmal hole ich mir das Versteck. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nee. Will nicht. Nee. So. Und ein Fossil aus Nordamerika. Ja. Egal, ich werde wahrscheinlich sowieso falsch. Das heißt, ich kann mich mit der Dino-Pistole wieder teleportieren. Nein. Ja. So, wirst du ein neuer Gefährte oder wirst du einfach zurückgeschickt? Naja, es würde im Prinzip keinen Unterschied machen, ich nutze sowieso nur ein Hauptteam. Ich werde ja jetzt nicht leveln und leveln und leveln und so weiter. Ich spiele das Spiel einmal ruhig, du musst uns euch zeigen, weil das... Okay, es ist nochmal ein Triceratops ähnliches Ding. So, Spitzhacke ist zerbrochen. Bist du ein Chasmosaurus, ein Neosaurus, keine Ahnung. Oh, dich habe ich noch nicht, ein Neosaurus. Du bist zwar nicht selten, aber ich hatte dich noch nicht. Sehr gut, dann kannst du in meiner Sammlung bleiben. Ich gestatte dir, in meiner Sammlung zu verweilen. Ja, sei Part des Teams. Obwohl du nie genutzt wirst. Wo waren denn jetzt die ganzen Arbeiter? Ankylosaurus gegen den Delkantrosaurus. Nö. Nö. Da sag ich einfach nö. Zwei zurück. Eins, zwei. Nimm den Baumstumpf. Und was hat der... Okay, der Stumpf gibt nur ein dreiblättriges Kilibat. War zu geizig sogar für ein vierblättriges. Ich wollte doch nur das Schild lesen. Den... das
dieses Geräusch hat mir nicht gefallen. Der Rabbesee liegt im Norden, der Depot der Alpha-Gang liegt im Südwesten von ihr. Warum steht da drauf, wo sich das Depot befindet? Ich muss im Springer-Stil das machen. Ein Kleeblatt, dreiblättrig. Und so, ein Springer. Und schon wieder ein dreiblättriges Kleeblatt. Was will ich mit einem dreiblättrigen Kleeblatt? Kann mir das bitte einer sagen? Ach man. Ein Saltasaurus. Nö. Hier passiert aber ja nichts gerade in diesem Part. Oh, direkt. Ist da viel. Ein Blatt. Immerhin kein Kleeblatt. Hat sich etwas gebessert. Eine Sprosse. Hey, ich muss so kurz pausieren, was ihr sowieso nicht mitbekommen habt, wäre wahrscheinlich, aber ich wegen meinen nahtlosen Übergängen. Haha. Nee. Ja. Ich musste kurz an die Tür, hab zwei Pakete abgeholt. Ja. So, und jetzt müssen wir weiter gucken, ob es irgendwo Sprengstoff gibt. Ah, da ist noch etwas. Eins, zwei, oh, eins. Na, komm schon. Na, verdammt. Ja. Verklickt, aber egal. Ein Ahornfossil. Es ist nicht relevant. Hey, hier ist der Knochendieb. Uff, uff, grr. Hm. Guck mal, was der unten für einen Knochen hat. Ah, ein großer Knochen. Tausche ich jetzt den Knochen gegen Sprengstoff? Das wär's ja. Aber nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Dann haben wir schon mal eine Sache. Eine Kleinigkeit. Teleporter. Ja. Zack. Mann, wo kriegt man den Sprengstoff her? Hey, der Schuldige war keiner, mit dem sie gerechnet hatten. Ich bin jedenfalls sehr dankbar. Hier ist ein kleines Dankeschön. Erhalten ein Handbuch. Dankeschön. Handbücher sind sehr praktisch. Das gibt nämlich doppeltes Wissen für eine gewisse Zeit. Doppeltes Wissen. So. Eine Frau, einige Frauen der Stadt sind bestürzt darüber, wie diese Frau ihren Mann da verhext hat. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich meinen Mann wieder habe. Ich könnte vor Freude springen. Seine Abwesenheit hat mir gezeigt, wie dankbar ich sein sollte. Ich schulde meiner Frau so viel. Sie hat mir vergeben, dass ich mit Ursula so getäuscht hatte. Ich will möglichst viel Zeit mit dir verbringen, um meine Abwesenheit wieder gut zu machen. Sowas kann man nicht wieder gut machen, Junge. Meine Brille, wo ist sie hin? Ohne sie bin ich blind, was soll ich nur tun? Ja, komm. Oh, danke, vielen Dank. Ja, wir lassen niemanden im Stich, aber vielleicht werde ich das auch komplett ignorieren. Also oben war jetzt nichts. Da fällt mir ein, ich habe da unten noch diesen einen Dude. Dem habe ich ja jetzt sein Bild analysiert. Wo war denn der nochmal? Also hier bei der freien Fläche war ja nicht. Das heißt, ich musste erstmal mit dem Pteranodon fliegen. So. Hier irgendwo muss er sein. Komm schon, das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Gefühlt ist das ein Witz. Also da müssten die wirklich schon drei Plusse dran haben, dass das mal was bewirkt. So. Oh, da seid ihr ja wieder. Habt ihr das Fossil identifiziert? Ja, warum schreist du jetzt so? Ja, scheint ein Tyrannosaurus gewesen zu sein. Hier ist dein Foto. So, das Fossilfoto wurde zurückgegeben. Verstehe, dann ist das Fossil ja gar nicht so interessant.
Ihr könnt es behalten. Ich habe aufgeschrieben, wo es vergraben war. Hier ist der Zettel. Macht euch auf die Suche. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist mir Wurst. Ein alter Zettel. Was interessiert mich denn jetzt alte Zettel und ein Tyranno ist vielleicht cool, aber nein. Mein Team ist schon vollzählig. Ich brauche Sprengstoff. Ich verdrück mich andauernd. Keine Sprosse. So. Ein Dinosaurier-Code. Gut, habe ich schon mal Dinosaurier-Code für den Fall der Fälle, dass ich es brauche für den Sprengstoff. Ein Nilsonia-Fossil. Auch irrelevant, weil das wahrscheinlich nur irgendeine Pflanze ist. Ach, come on, wo ist denn jetzt das? So. Hier oben war die Basis, oder? Ist hier auch noch was? Nö. Du. Hallo, ihr zwei, seid ihr Fossilensucher? Das könnte man so sagen. Nein, dann kommt ihr gerade recht. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wie können wir helfen? Ich möchte, dass ihr mir beim Graben nach Fossilien helft. Genau an diesem Ort haben eins zahlreiche Dinosaurier gelebt. Wenn das stimmt, müsste es hier viel Dinosaurier geben, aber ich grabe schon jahrelang und habe immer noch nichts gefunden. Achso, sie wollen, dass ich wie hier bei der Suche nach Dinosaurier-Code helfen. Ich bin mit meinen Kräften am Ende, allein schaffe ich es nicht. Würdet ihr mir helfen, wenn ihr mir Dinosaurier-Code... gebe ich euch den Sprengstoff, den ich zum Graben benutze. Das klingt nach Spaß, abgemacht. Wirklich, danke. Übrigens, die Fossilien hier in der Nordamerikaner sind tief in der Erde. Ihr braucht einen 1A-Radar. Ich frage mich, ob euer Radar gut genug ist. Wenn ihr nicht... Ach ja, gut, das ist also viel Glück. Wusste ich's doch, ich muss Code gegen Sprengstoff tauschen. Ich weiß nicht, ob das ein fairer Tausch für mich ist. Ich meine, der Code ist schon ein bisschen älter, so, ne? So ein bisschen gereift und auch am Preis ist so ein bisschen was getan. Ob da nur ein bisschen Sprengstoff hilft und ein fairer Tausch ist. Ausgeklügelter, nein, ich weiß nicht, was jetzt. Ausgeglichener, das wollte ich sagen. Ausgeglichener Preis ist, weiß ich ja nicht. Ausgeglichener Preis, angemessener, das war's, angemessener Preis. Das ist ja, das ist genau das, was ich nachdem ich gesucht hatte. Ich hab die, ja, also, ja, wir geben ihm den Dinosaurus-Code. Hier hast du deinen Code, von mir aus, ach Gott. Vielen Dank, euch ist mein Lebenstraum wahr geworden. Jetzt bereue ich wirklich nichts mehr. Ich werde als glücklicher Mann sterben. Ja, da kannst du jetzt sterben, wenn du sowieso nichts bereust. Sagen Sie doch nicht sowas. Sie haben noch Jahrzehnte vor sich. Halt die Klappe. Das war so, du so eine Redensart. Ach was. Ich muss noch andere Träume verwirklichen und vorher gebe ich ganz sicher nicht den Löffel ab. Ach, schade. Oh, ehe ich es vergesse, damit er den bereits kam, Sprengstoff erhalten, danke, aber... haben Sie damit wirklich gegraben? Es hat die ganze Fossilien wahrscheinlich kaputt geblasen. Ja, kein Wunder, dass sie nicht fündig geworden sind. Vielleicht habt ihr recht. Ich weiß was, das eignet sich perfekt für den Zaun, den wir gesehen hatten. Nicht vielleicht haben wir recht, sondern wir haben ganz sicher recht. Was glaubst du denn, was passiert, wenn man nach Fossilien gräbt und dann sprengt jemand in die Luft? Fossilien sind zerbrechlich. Meine Güte. Was ein Vollidiot. Und dann auch noch nach einem Häufchen Kacke zu suchen mit dem Ding. Aber was will der Mann denn mit Dinosaurier-Code anstellen? Vierer, ich frage mich, ob wir den Zaun mit dem Sprengstoff zerstören können. Kannst du Gedanken lesen? Los, wir versuchen es mal. Warum aktiviert ihr nicht einfach euren scheiß Dinosaurier und macht ihn platt? So, cool, dann leg mal los. Hä, du meinst, ich soll das machen? Klar, warum nicht? Nun, ich schätze, das ist sicherer, wenn ich das mache. Ich werde das Sprengstoff einstellen. Den Sprengstoff einstellen. Es hat funktioniert, super, Vira. Danke, Max. Mal sehen, wo wir landen. Tja, bei Theff werdet ihr landen. Oh Gott. Was ist das denn für ein Scheiß?
Nein. Doppelt benutzen wird auch nicht verlängern, ne? Die Wirkung. Okay. Erstmal eine Karte. Nee, Dankeschön. Dann muss ich mich jetzt durch dieses scheiß Labyrinth durchwursteln. Ach, komm schon. Habe ich gerade irgendwie so ein bisschen, erinnert mich die Melodie echt an Nightmare Before Christmas, Halloween Town. Oh, ich habe mich durchgewurschtet. Nice. So. Die Bibi klang. Alarm, Alarm, niemand darf vorbei. Pazififalosaurus. Das sind seltene Dinger. Den hatte ich noch nicht gefunden. Das ist so ein spezielles Dinosauriervieh. Warte mal, was hattest du gesagt? Okay, Steinstein. Ein Gleichstand. Nee, wirklich. Ich kann nicht besiegt werden. Bist du sicher? Mach mir doch nicht nach. Ein Gleichstand. Jetzt verstehe ich, ich werde das nächste Mal gewinnen. Wirst du jetzt Papier machen? Nee, jetzt macht der Stein. Fliegender Kopfstoß. Whee! Naja, so episch war das nicht. Machst du weiter mit Stein? Dankeschön. Dafür wirst du jetzt von der dunklen Erde zerquetscht. Mahahaha. Ja, wo ist denn das? Hallo? Oh no! Oh. So. Macht er mir nach? Nee. Er macht den Unentschieden. Ich habe meinen Dinosaurier verloren. Ich werde stehen. Nein, wirst du nicht. Das hatten wir schon mal. Ich lerne aus Fehlern. Ich bin menschlich. Du bist ein Android. Du verstehst nichts. Android-Training. Und Level 35. Ja, Schmack auf Hatzo. Sorry, der Sieg ist mein. Mission gescheitert. Vergib mir Meister Pfeff. Puh, der ist zwar nicht ohne. Die Alpha-Gang sieht in uns jetzt bestimmt eine echte Bedrohung. Hast du gesehen, dass der Dino ein Pachycephalosaurus war? Ja, das war ein ziemlich seltenes Exemplar. Ein Pachycephalosaurus. Vierer, glaubst du, wir sehen irgendwann nochmal einen? Weiß nicht, Max, aber ich will's doch hoffen. Mal aber abwarten, was sich so ergibt. Ich habe wirklich gerade so ein Ohrwurm davon. Keine Ahnung, wieso. Aber es ist so. Der kriegt noch eine Sprosse zum Futtern. So. Nee. Tasche. Objekte. Ja. Ich lasse mich hier doch nicht schon wieder von die ganze Zeit von Dinosauriern belästigen. Obwohl das eigentlich der Sinn des Spiels ist. Aber mal, man ist schon da, oder? Bereit gegen Pfeff zu kämpfen? Nein, tatsächlich noch nicht, denn ich beende hier den Part. Dann sage ich nur noch vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Part wieder bei Dinosaur King. Dann sage ich nur noch tschüss und sehr rein, meine Freund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.